Wir schauen mal, ob das heute funktioniert. Sonst gibt es Teil 1 und Teil 2. Aber ich bin in einem Rewe, der eine relativ gute Eisauswahl hat. Und ich habe euch ja schon richtig lange versprochen, dass ich mal so ein bisschen meine Lieblingseissorten vom Laden XY mache. Und was ich beschlossen habe, ist, dass ich tatsächlich Eigenmarken mit reinnehme, aber auch Standard-Eis. Also es kann also sein, dass ich im Supermärkten Sachen doppeln. Quasi mein 1-2-X. und also ich fange an mit Eigenmarken, die mir am besten gefallen. Und werde euch dann aber auch ja, so sagen, meine Go-To-Sachen, die ich sonst immer gerne hole. Das ist ja einfach so, ja, wenn ich bei Rewe bin und es eins dieser Eissorten gibt, die würde ich holen. Und würde euch generell auch einfach mal so einen Überblick geben über die Eissorten, die es in den verschiedenen Supermärkten gibt, weil es gibt ja auch verschiedene Eigenmarkensorten, obwohl sich sehr viel auch überschneiden, das werde ich euch dann auch sagen. Und auch bestimmte Marken nur in bestimmten Supermärkten. Also ich hatte es jetzt gerade zum Beispiel mit Oppo, dass ganz viele gar nicht wussten, dass das nur bei Kaufland gibt und das irgendwie jahrelang gesucht haben und jetzt wussten sie das und waren so, oh mein Gott, ich habe gerade den ganzen Kaufland leer gekauft, finally. Das ist ein sehr cooler, großer Rewe, kann ich euch übrigens empfehlen. Der ist in der Invalidenstraße in Berlin. Und ja, wir fangen mal an bei Ben & Jerry's etc. Ihr wisst, das ist meine absolute Lieblingsmarke und ich glaube, ich werde die Kamera auch weiter so hinhalten. Versuche das Püree gar nicht allzu lange aufzulassen, weil ja, die Kamera, das Mikrofon andersrum nicht so gut ist. Wenn ich gestört werde und nicht mehr filmen soll, dann werde ich es vielleicht umdrehen. Also gehen wir mal rein. Es gibt bei Rewe Häagen-Dazs und Ben & Jerry's und auch nicht zu wenig. Da seht ihr mal die ganze Auswahl. Also wirklich auch schon im neuen Design viel. Tatsächlich mein Lieblings-Halfback ist alle. Schade, Schokolade. Aber Baked Alaska gibt es schon im neuen Design. Das ist sehr cool. Jetzt habe ich die Kamera doch umgedreht, ne? Naja, machen wir so. Ihr habt mich ja schon gesehen. ja, Caramel Sutra gibt es auch schon im neuen Design. Und ich meine, bei Ben Jerry's wisst ihr so meine Favorites. Es ist tatsächlich Switch Up und Half Baked. Ich mag aber auch Baked Alaska gerne. Netflix and Chill. Auch das vegane Netflix and Chill, das sowieso, das hier. Womit ich gar nichts anfangen kann, ist dieses Chocolatey Love Affair. Alle toppt es eigentlich, obwohl es gibt schon gute, aber ich mag dieses Topping einfach nicht. Obwohl die beiden gerade, Bear Monster und Hazel Nothing But Chocolate, schon geschmacklich richtig geil sind. Und Cookie Dough habe ich gerade auch wieder entdeckt für mich. Also No-Gos für mich bei Ben Jerry's sind Chocolatey Love Affair, Caramel Sutra. Dieses toppt, obwohl, ja, es ist schwierig, ich mag das Konzept halt nicht, ich sag's nicht nochmal, das ist ein No-Go für mich, das halt leider auch. Ja, und dann kommen wir zu Häagen-Dazs, da gibt es jetzt nicht so viel Auswahl, aber gibt es halt sonst auch mal bei Rewe mal mehr, mal weniger. Das sind jetzt die Eigenmarken und ihr seht, die sind oben, das ist ja ungewöhnlich, dass die Marke unten ist, also Rewe will wirklich die Eigenmarke anscheinend verkaufen. Und meine Favorites sind das hier, das Protein Double Chocolate, das kaufe ich auch wirklich oft. Und da mache ich mir halt dann immer irgendwelche Chunks rein. Dann das Choc Sensation, das Bakery Cake und das Cookie Dough. Die liebe ich. Ich bin einfach nicht so Peanut Butter Typ beim Eis, wenn es so über viel Peanut Butter ist. Schreibt mal drunter, ob ihr euch das oft kauft oder welche dieser Eigenmarkensorten, die so Ben & Jerry's like sind, ihr euch oft kauft, weil das sind ja eigentlich diese hier. Jetzt auch Caramel Sutra, ihr seht, das ist am meisten weggekauft. Mit denen kann ich nichts anfangen, die sind mir so wuchtig. Und hier sind die veganen Eigenmarken. Und davon mag ich tatsächlich das Peanut Cookie total gerne, weil das gibt es ja. Das ist das vegane Peanut Butter Cookie von Ben Jerry's, gibt es nicht mehr. Und das ist quasi das Remake. Schmeckt anders, ist ein bisschen wässriger als damals das Original, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Ich glaube, das muss ich auch wieder kaufen, jetzt wo ich es so sehe. Und Triple Chocolate finde ich auch nicht schlecht, aber irgendwie, ich glaube, ich mag minimal das hier mehr. Achso, Blueberry Pie gibt es auch noch. Da sind mir nicht genug Stückchen drin. Genau. Und das Salted Caramel habe ich mir auch öfter. In manchen Rewe gibt es auch noch Cookies and Cream. Das mag ich auch ganz gerne, aber Schoko, ich finde den Geschmack einfach sehr geil. Und dann gibt es noch die beste Wahl, aber die kaufe ich mir nie. Dann könnt ihr mal drunter schreiben, wie das man machen soll. Gustavo Gusto ist für mich auch nichts generell, weil zu wenig Stückchen oder gar keine und viel zu luftig. So, dann bin ich ein bisschen im Weg. Haben wir hier Sandros Bio und das gibt es nicht in jedem Rewe, aber anscheinend ist es gelistet bei Rewe, zumindest in meiner Region, nämlich Ost. Das ist halt Demeter-Eis, also super Bio-Standard. Und ihr seht Vanille, Schokolade, Haselnuss, Pistazie, Walnuss, Limette, Joghurt, Mango, Pfirsich, Maracuja, das sind so richtige Standardsorten. Und ich vermute auch, das Sorbet ist auf jeden Fall 400 Gramm pro 100 Milliliter, das ist dann auch echt fair, der Preis. Die sind relativ dicht sogar.
Vielleicht muss ich dann doch mal eins davon testen. Vielleicht sogar Pistazie. Und mir da, oh mein Gott, dieses dichte Pistazieneis, was echt auch gute Zutaten hat, also natürlich schmecken wird, mit Cookie Dough Chips und Ben Jerry's drin. Schreib mal drunter, ob ich sowas mal testen soll. Also Nuss sieht auch gut aus. Ja, na, mal gucken. Dann haben wir hier natürlich, ich mache mal wieder zu, Fördereis. Das gibt's mittlerweile auch in vielen anderen Regionen in Deutschland, das weiß ich. In Berlin natürlich viel mehr und ihr seht die Sorten, also so B-Sachen, die haben auch ein neues Design, die sind jetzt nicht mehr in der Plastikverpackung und das ist alles Florida. Wenn ich was von Florida wählen sollte, wäre es immer irgendwas Chunkiges oder was übelst geil schmeckt von der Basis und ich mir dann halt Chunks reinmische. Und Cookie ist tatsächlich gut, aber schmeckt halt wie das typische Cookie-Eis und jeder Eisdiele hat halt diese typischen Aromen drin. Aber kann man machen. Spekulatius im Winter und Zimt liebe ich. Bei Zimt sind nicht genug Stückchen, aber die mische ich mir mal selbst rein. Ja, und ansonsten, Mandarine ist geil, wenn ihr wirklich was Frisches wollt. Das ist halt einfach so ein Sorbet, aber auch richtig geil. Und generell das Coole bei Florida-Eis ist halt, dass die einfach total dichtes Eis haben. Genau. So. Ich habe eben noch vergessen. Dann gibt es ja auch die anderen veganen, und zwar dieses Cookie Dough und Schoko-Cookie Dough, aber die sind auf Haferbasis, die auf Mandelbasis und dieses Schoko-Cookie Dough, die sind mir zu luftig. Also, ihr seht vielleicht hier, ich weiß, viele von euch mögen das, 300 Gramm 500 Milliliter und hier auch und die anderen beiden, Triple Choco Peanut, haben 400 Gramm. Also die sind eher so Ben Jerry's like und die sind so eher Luft reingepumpt. Vielleicht wäre es nicht cremiger geworden. I don't know. So, und dann haben wir diese ganze Cremissimo-Fraktion bzw. Eigenmarke Ja, Mövenpick, das ist für mich irgendwie alles so eins. Cremissimo, Mövenpick und Ja, dieses aufgespritzte Eis, weil das ist halt wirklich Lufteis, was so um die 50% Luft hat. Die haben hier auch die neuen, sehe ich gerade. Und das hier habe ich tatsächlich öfter gekauft, um einfach Chunks reinzumachen, wenn ich mal was Leichteres essen will. Ich filme das dann immer in Pints. Ansonsten kaufe ich mir überhaupt gar kein Cremissimo mehr. Früher mochte ich es aber ganz gerne und dann hatten wir meistens irgendwie so die Schokosorten oder was Bäriges in der Kindheit. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr Cremissimo esst oder nicht und welche dann eure Go-Tos wären. Ich glaube hier, wenn ich jetzt eins mitnehmen müsste, wäre es tatsächlich Cookies. Das jetzt nicht, weil das, also das auch, ja. Sowieso habe ich euch ja gesagt. Und wahrscheinlich auch Tiramisu. Ansonsten haben die hier nicht so chunky Sorten. Und die haben hier auch die neuen veganen von Mövenpick. Und zwar Cherry Brownie, das habe ich hier schon reviewed. Nee, das andere nicht, okay. Das sind ja eigentlich nur diese City Editions, die neu designt wurden, mit Pretzel Choc und Hafer Cookie. Und dann haben sie das typische Sorbet und so weiter. Bei Mövenpick, oh mein Gott, Cookie, da haben sie auch dieses Chocolate, einfach nur Chocolate. Das ist so Kindheitserinnerung hier, Chocolate Chips, das hatte meine Mama früher immer. Liebe Grüße gehen raus. Genau. Und ich sehe gerade, Magnum gibt es hier. Und auch das neue Star Chaser, das Sunlover, das habe ich übrigens noch nicht reviewed. Wollt ihr das noch als Pint? Weil hat der Stiel nicht so gefallen oder sagt ihr, nee, dann lass es lieber. Dann haben sie das Sweet and Salty, das habe ich auch noch nicht reviewed. Das Caramel Double habe ich auch noch nicht reviewed. Das White Chocolate Cookies, das habe ich reviewed. Das Almond auch und das Classic auch. Also das sind so die alten und dann kamen die neuen dazu. Ich mache es mal wieder ordentlich. Ich finde die Magnum Pints besser als die Top von Ben Jerry's, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, ob euch das so interessiert. Also wenn ja, dann sagt bitte mal unbedingt Bescheid, weil dann werde ich die nochmal reviewen. Genau. Und wie gesagt, bei Mövenpick, wenn ich jetzt was mitnehmen müsste, wäre es wahrscheinlich Cookie Dough, obwohl mich das damals gar nicht so überzeugt hat. Hafer Cookie, das fand ich geschmacklich richtig geil. Und Pretzel Choc auch. Ich hoffe, ich habe das Video jemals hochgeladen. Ja, und Eigenmarken, ihr seht, ganz klassisch. 2500 Milliliter. Und da ist wahrscheinlich irgendwie 1,25 oder vielleicht 3 Gramm drin. 1,25 Kilo, also genau das Doppel, also genau die Hälfte ist Luft. Und das ist wahrscheinlich bei allen ähnlich. Bei denen hier minimal mehr. Premium hat 18 Gramm mehr drin, als dass es irgendwie die Hälfte wäre. Naja, ich mache hier schnell wieder zu. Ja, daneben ist dann, hier ist noch was. Oh mein Gott. Hier ist diese übelst bunte Eistorte von Bruno Gelato. Seid ihr Eistypen-Fans? Soll ich das mal probieren? Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gerade so ein Marshmallow-Eis bei Penny gekauft. Ich glaube, das gab es auch schon mal. Das muss ich noch reviewen. Dann haben sie hier den Chocolate Chip Cookie Dough, den Salt Caramel sehe ich irgendwie nicht mehr und die Peace Pops. Ich glaube, die Peace Pops gehen aus uns. Ach nee, sie gehen nicht raus. Nee. So,
sonst wäre das Schild hier irgendwie schon anders, glaube ich. Genau. Und dann haben wir hier oben Ice Queen. Das ist eigentlich nicht mehr neu bei Rewe, vor allem nicht hier in Berlin und nicht bei dem. Gibt es auch noch bei Edeka, also jetzt ist es nur bei Rewe. Und Ice Queen muss ich echt auch nochmal reviewen, glaube ich. Aber ich weiß halt auch nicht, weil das so regional ist. Soll ich das reviewen? Interessiert euch das? Ist halt auch nicht so das Chunkieste, ist eher so Gelato-mäßig. Aber was ich auf jeden Fall probieren will, ist No Sugar. Ich sehe gerade, es gibt, das ist nämlich wirklich neu, von Ice Queen zuckerfreies Eis. Und ich glaube, ich sehe schon, da sind keine Stückchen drin, aber das werde ich mir nochmal holen. Mango Passionsfrucht, Chocolate Sorbet ohne Zucker, dann Heidelbeer Acai, Erdbeer Rhabarber und Walnuss Stracciatella. Ich hole mir mal zwei raus und wir schauen uns die mal an, damit die anderen Leute hier hin können. Ist schon geil. Warte mal kurz. So, ihr seid wieder bei mir. Es ist auch eine andere Verpackung. Das ist nicht diese Pappbecher, sondern diese sehr hohen. Das ist auch dichtes Eis, 414 Gramm, 500 Milliliter. Und wir haben auf 100 Gramm 187 Kalorien, 5,9 Gramm Fett, 29,2 Gramm Kohlenhydrate, davon nur 8,5 Zucker und 4,2 Eiweiß. Und Zucker kommt einfach nur aus der Milch und dem Magermilchpulver. Ich sehe gerade, dass da ist Milch drin, dann Maltit, also müsst ihr vertragen, dann Erythrit, dann Stevia, dann Polydextrose, was ein Ballaststoff ist, dann Magermilchpulver, Inulin, auch Ballaststoff, dann Walnusspaste, also Walnussmus und dann Schokoladenkuvertüre. Da steht jetzt halt nicht drinnen, das ist glaube ich nicht rechtens, da ist nämlich nicht hinter der Schokoladenkuvertüre in Klammern aufgeführt, was da drin ist und da wird auch noch Zucker drin stecken. Das ist sogar illegal. Naja, also die 8,5 Gramm Zucker kommen also nicht nur aus der Milch. Bei Vanille haben wir jetzt ein bisschen weniger dicht, weil hier halt keine Chunks in Form von Schokokuvertüre drin sind. Und zwar 370 Gramm, aber ist auch noch okay dicht. Also so mittel irgendwo zwischen Ben & Jerry's und Cremissimo. Und hier haben wir 165 Kalorien, 2,2 Gramm Fett, also übelst fettarm auch noch, nicht nur zuckerarm. Oder reduziert 33 Kohlenhydrate, davon 9,3 Zucker, 3,4 Ballaststoff. Ist gar nicht so viel Ballaststoff. Also viele, viele Zuckersatzstoffe. Und Eiweiß, die haben das Eiweiß vergessen. Sag mal, also so ein bisschen müsst ihr mal noch. Hier steht kein Eiweiß drauf. Und hier wurden die Ballaststoffe vergessen. Das muss ich den, glaube ich, mal schreiben. Aber das werde ich probieren. Mit welchem soll ich denn anfangen? Ich werde das Video einfach ganz schnell hochladen und dann sagt ihr mir, mit welchem ich anfangen soll. Aber es wird auf jeden Fall entweder Schoko oder Walnuss Stracciatella oder Bourbon Vanille, wo ich mir dann Chunks reinmischen kann. Also let me know, welches ich probieren soll. 96 kosten die. Ja, ich frage mich, warum die es in anderen Verpackungen gemacht haben. Vielleicht, weil es dann noch hart teurer hätte werden müssen und das wollten die halt einfach nicht. Eine Sache machen wir aber noch. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz zum Stieleis. Was Snickers? Die Milka-Sorten, das Vanilla Chocolate und Hazelnut Chocolate und Oreo. Und davon ist Daim, hier ist es, mein Liebstes. Und danach würde ich mir wahrscheinlich so ein Milka Chocolate holen, obwohl mir die Chunks da mal zu wenig waren. Dann Snickers und dann Oreo. Oreo war früher besser, da sind die Chunks mittlerweile nicht mehr so geil. Aber das Daim ist schon echt das Fett, das muss ich mir wiederholen. Welche von denen mögt ihr am liebsten? Genau, dann haben sie hier das Kinder Chocolate, das habe ich auch schon reviewed. Das Jucurette, das habe ich auch reviewed. Das weiße Bueno, das habe ich noch nicht reviewed. Wollt ihr das mal? Und das Raffaello. Bei Stieleis an sich. Oh, und ich sehe hier noch Smarties. Das fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Also, ja. Das haben wir aber, glaube ich, wirklich alle aus der Reihe. Ich muss sagen, wenn ich hier jetzt irgendeins auswählen müsste aus diesem Regal von Stieleis, wäre es wahrscheinlich das weiße Bueno. Und das. Also, die beiden haben wir ja noch nicht getestet. Das Raffaello mit Raspberry drin. Schreibt runter, ob euch das überhaupt interessiert. Die Leiste eigentlich voll gut, dass wir die Videos machen. Da weiß ich auch noch so ein bisschen, was euch interessiert, weil ich bin immer interessiert an Eis. So, dann haben wir hier noch Burnin Cocktailbecher. Okay. Aus Thüringen! Yay! Mochi-Eis. Das, ich weiß nicht, wie wow ist, aber vielleicht ist das ja besser als die Eigenmarke Mochi. Die habe ich hier nämlich auch in diesem Rewe neulich gekauft. Und ich muss sagen, in meiner Jugend habe ich dieses Soft-Eis Moskauer Art sowas von gefeiert. Oh mein Gott, das ist. Wenn es das in einer Großpackung gäbe, also noch größer als das, würde ich mir so oft kaufen, glaube ich, und Chunkstyle machen, weil es ist halt so Softserve-mäßig. Aber ich mag Softserve eigentlich nicht, aber manchmal auch McFlurry mag ich ja auch. Ganz geil, Schweden-Eisbecher gibt es auch. Kennt ihr das? Mögt ihr das? Ja, und diese Sachen, die kennt man aus jedem Eisfach, wo es Kinder gibt, oder? Wollen nicht viel zu sagen. Einmal die Eigenmarken und dann hier Marke. Und dann haben wir noch die Magnum-Ecke. Und Magnum war früher mein Go-To an der Tankstelle und so.
oder halt alles, was so in die Richtung geht. Ihr seht hier oben die Eigenmarke nochmal von diesem Raffaello-Eis. Hier immerhin nicht ganz nebeneinander. Ich habe auch schon Rewes gesehen, wo es direkt nebeneinander war. Mit dem Nui kann ich nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Liebe Karl von Fit & Soul Food, liebe Grüße. Der wird es eh nicht schauen wahrscheinlich, aber der hat das neulich reviewed als Real bei Instagram. Und es wird mich auch am meisten anzecken. Danach wahrscheinlich das. Das habe ich schon mal reviewed, aber irgendwie... Und von den Magnums, das habe ich auch reviewed, vielleicht noch nicht hochgeladen in Wien. Das war aber ganz, ganz okay. Ich mag aber auf jeden Fall alles, was so nussig ist, viel mehr. Genau, und ich finde es ein bisschen schade, dass es die veganen Cornettos nicht mehr gibt, muss ich sagen. Die vermisse ich sehr, weil Cornetto ist, kommen wir mal dazu, das Buttermilk Fresh ist mein absolutes Liebstes, aber das, wenn wir zum Impulseis kommen, gleich in der Truhe, dann gehen wir da nochmal drauf ein. Das habe ich auch noch nicht reviewed. Soll ich das reviewen? Das ja. Das habe ich, die beiden auch noch nicht. Also wie gesagt, ihr seht hier das ganze Eis, was es gibt. Wenn ich mich jetzt für irgendwas entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich... Oh mein Gott, mich zeigt hier echt nicht so viel an. Das hatte ich früher immer in meiner Jugend, oh mein Gott. Oder das Mandel im Kino und so. Ja, also für eine Review würde ich mich wahrscheinlich für das Remix und das Pistazie entscheiden. Und für das Nui. Und wenn ich es mir einfach privat hole, wäre es eventuell sogar das hier. Und jetzt kommen wir zu Cornetto. Und voll schade, dass sie mein Lieblings-Cornetto, nämlich das Buttermilk Fresh, nicht in einer großen Packung haben. Nur das Klassische und dieses Soft-Ding da. Oh, was ist denn hier mit Tapri passiert? Wir packen dich mal zurück. Oh mein Gott, und die Classic After Dinner. Ah, es passt nicht rein, deswegen. Naja, machen wir es mal dahin. Die sind für mich auch. Bei Oma und Opa gab es die immer. Habt ihr so ein Familieneis, was ihr total mit Family-Festen oder auch mit der Kindheit einfach verbindet? So, und zu guter Letzt nochmal ganz kurz hier Impulseis. Ja, da brauche ich jetzt nicht, glaube ich, doll drauf eingehen. Hier gibt es nämlich nichts groß Besonderes. Und hier gibt es auch nicht mein Buttermilk Fresh. Ich werde sauer. Ich werde sehr sauer. Schade. Ben & Jerry's immerhin. Nö. Okay, dann würde ich hier wahrscheinlich Cornetto Haselnuss mitnehmen. Weil wenn Impulseis, mag ich Cornetto am liebsten. Also alles, was so eine Waffel ist. Hier gibt es einfach gar kein Buttermilk Fresh. Schade. Aber Edeka gibt es das, das weiß ich. Also, so viel zu Eis bei Rewe. Und die Mochi-Ecke brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Die hatte ich ja schon mal neulich im Video. Das war ja erst das letzte oder vorletzte. Dann seht ihr das ja eh darunter. Und eigentlich kann ich auch mal wieder rumdrehen. Das war also mein Video zu Rewe. Eis. Dieser Rewe ist auf jeden Fall sehr gut ausgestattet. Kann ich euch empfehlen, bis auf Buttermilk Fresh. Und ja, also wenn ich zu Rewe gehe, wird es meistens dieses Cookie Dough von der Eigenmarke, das Half-Baked von der Eigenmarke, das Protein-Schoko oder halt, wenn es im Angebot ist, Ben & Jerry's Switch-Up oder Half-Baked. Das sind, glaube ich, so die absoluten Go-Tos, die ich hole. Damit haben wir meine Top 5 von Rewe. Ja, genau. Schreibt mal drunter, was ihr euch bei Rewe immer holt, wenn ihr bei euch was holt und welche anderen Supermärkte euch noch interessieren. So viele Fragen, also kommentiert mal fleißig. Weil sonst weiß ich nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Wenn da nichts drunter los ist, dann lasse ich es wahrscheinlich mit den Supermarkt-Videos. Aber ich kann mir vorstellen, ihr wollt das. So ein bisschen die Vibes bekommen durch diverse Kommentare. Oh Gott, das zeige ich euch noch kurz. Zwar kein Eis, aber ich bin ja auch so auf Proteinriegel und so. Die haben hier eine richtig geile Barbells-Auswahl. Oh mein Gott. Und weil wir doch noch... Ha, ich wusste es doch. Hier gibt es noch Impulseis von Florida in den kleinen Packungen. Und hier würde ich mir wahrscheinlich, weil frisch, Mandarine holen. Und wenn ich nicht frisch will, Cookie und Cherry Chocolate Chip. Die kann ich empfehlen. Und hier sind die Mochis. Kann ich ja nicht empfehlen. You know what I'm talking about. Ciao, ihr Lieben!